Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos gefallen und ihr noch zu den 80% meiner Zuschauer gehört, die nicht abonniert haben, dann lasst doch gerne ein kostenfreies Abonnement da. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen und ich würde sagen, schauen uns jetzt mal den Item-Shop an. Wir haben heute immer noch den Stormtrooper drin. Aus der Star Wars-Reihe jetzt schon der dritte Tag, glaube ich, wo der drin ist. Dadurch wahrscheinlich, dass es ein besonderer Skin ist. Er wird ein bisschen länger drin gelassen, wahrscheinlich danach, aber dann eben halt erstmal eine lange, lange Zeit überhaupt nicht mehr. Ja, das Skin an sich ist eben halt eigentlich ziemlich nice, kann man sich definitiv kaufen. Dann haben wir heute neu die Brandungsreiterin. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, hier mit dem Neoprenanzug. Ja, das hinten das Backpack sieht eigentlich auch ganz in Ordnung aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es dazu die Doppelfiletrierer Spitzhacken. Sehen auch ziemlich cool aus. Hier haben zwei Messer oder Schwerter schon eigentlich fast. Ja, sieht ganz cool aus. Dann haben wir den Limetta-Skin einmal in der Saft-Variante und in der Standard-Variante. Die Saft-Variante sieht tatsächlich auch eigentlich relativ cool aus. Kann man sich definitiv auch wieder kaufen, den Skin. Hinten noch mit so einer Citrus-Backpack-Tasche. Dann sind dazu noch die sauren Schläger als Spitzhacken. Hier auch wieder zwei verschiedene Varianten. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Dann die super saure Lackierung. Ist eigentlich auch eine tatsächlich relativ gute Lackierung mit einer schönen Animation, die man auch mal wirklich sehen kann. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann noch die saure Lackierung in der grünen Variante. Dann haben wir als nächstes den Steinherz-Skin. War auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Ist aber auf jeden Fall die weibliche Version von dem einen anderen Skin, der früher immer, der glaube ich schon Season 1 oder Season 2 reinkam. Der Skin war jetzt glaube ich erst einmal im Shop drin. Das heißt auch relativ seltener Skin, sieht aber verdammt cool aus mit dem goldenen hier überall. Dann dazu die Herzschmerz-Spitzhacken, sehen auch super cool aus. Als nächstes haben wir den Vulture-Skin, hier überall mit so Tränken und der Skin an sich sieht auch aus wie irgendwie so ein Labormensch, der eher im Untergrund leben will. Ja, der Skin an sich sieht aber eigentlich ganz cool aus, überall auch noch so ein bisschen Dreck drauf. Ist auf jeden Fall kein jetzt super auffälliger Skin, das heißt man macht sich damit nicht ganz so leicht zum Mittelpunkt von irgendeinem Fight. Dann noch Knieklatscher. Und so nice Emote. Dann heute neu die Neopren-Lackierung. Nicht animiert, allerdings die Farben gefallen mir trotzdem eigentlich ziemlich gut. Deshalb finde ich nicht animierte Lackierung auf jeden Fall ja, den Preis wert. Dann für 500 V-Bucks den Ansteckentanz. Ist ganz in Ordnung, aber ich fand jetzt zum Beispiel Knieklatscher am besseren Tanz. Dann haben wir den Krawallkumpel. Ja, ist eigentlich ganz in Ordnung, der Skin. Bisschen wieder im Camo-Look gehalten. Und als letztes haben wir noch den Schere-Stein-Papier-Mode. 200 V-Bucks auf jeden Fall vollkommen in Ordnung dafür. Natürlich läuft das Ganze nach dem Zufallprinzip. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.